Willkommen zurück zu Grog 2. Ja, weiter geht's, Diamanten zu suchen. Ja, hier haben sie Feuer. Okay, dann soll ich hier nicht lang. Ich soll bei dem Arsch da lang. Kann ich mir denn hier Wasser nehmen? Ja, genau, das war ja das Level, wo wir hier Wasser hatten. Vielleicht sollte ich mal... Da steht er. Ah, dann weiß ich schon mal... Okay. Da brauche ich ja auch nicht auf den Dingern hier rumgucken. Ach, und hier, jetzt muss ich einen Schlüssel suchen. Für die Plattform. Oh, der schießt eh geradeaus. Besser ist dann wahrscheinlich so und nicht, nicht springen. Die schießen ja sowieso geradeaus. Dann kann man sie viel besser. So, zweimal Wasser habe ich noch. Ist da der Schlüssel oben? Ja, da ist der Schlüssel oben. So, erstmal den Schlüssel holen. Dann aktivieren wir das hier. Da wissen wir ja schon, wo das jetzt hingegangen ist. So, kannst du mich mal. Du schießt auch nicht so weit. Aber vielleicht ist hier noch irgendwo Feuer. Das könnte natürlich sein. Schieß mal geradeaus. Boing. Ja, da treffen sie einen gar nicht mehr. Boah, habe ich jetzt noch Wasser bei mir? Einmal. Das reicht. Es reicht. Dann war das Level jetzt doch nicht so schlimm. So. Nummer 3. So, dann machen wir hier. Ach so, da ist ja auch wieder einer. Ich glaube, da können wir auch gleich hier runter gehen, ne? Hier ist bestimmt auch noch eine. Kleiner Sack, du. Da ist noch. Da können wir auch rein. Da ist die 4. Okay, auch hier haben wir... Moment mal. Ne, hier oben ist nichts. Okay. Dann werden die irgendwo sein, wo wir dann... Okay, da haben wir auch noch. Na. Jetzt wäre ich unvorsichtig. So, hier... Hier auch nichts. Das heißt also hier weiter. Oh, das könnte jetzt übel werden. 2. Ja, habe ich mir gedacht. Okay, das müssen wir nochmal machen. Lalalala. Jo, na, mit mehr Leben wäre es ja auch kein Problem gewesen. Sau, du. Okay. Den brauchte ich gar nicht. Mich nur umdrehen brauchen. Ich bin aber so wütend auf diese Mistmann. So. Ja, nicht die Kiste vergessen. Jetzt kommen wir da nicht rüber. Bisschen vorsichtiger sein, dann geht das schon. So, ich denke mal, war der Stein schon da drüben gewesen bei dem? Na, da klar, ne? Da ist er doch. So. Willst du was? Das wäre dann der 4. Fehlt also noch einer und ich denke mal, der wird... drüben auf der anderen Seite sein.
schießt er. Mir doch egal. Stehst mir im Weg. Ja, auch wenn der mich getroffen hat. Da sprudelte die Brause. So, hier. Die fünfte, das fünfte. Ah, ich hab's gewusst. So, Ui. Ui, andere Seite gleich. Oh, dass man gleich wechseln muss. Ja, ich wusste es. Ich habe mich erinnert, das kommt irgendwann. Üble Sache. Oh, 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 gleich doppelt. Man sieht auch das immer nur kurz vorher, ne? Boah. Springen. Nein! Ach, wieso bin ich denn auf der... Weil ich gewohnt war, dass es zweimal kam. Oh, nee. Naja. Werden wir schon hinkriegen, irgendwie. Hier, immer zweimal, ne? Da haben sie einen richtig, schon buschig gemacht. Hier auch zweimal. Hier einmal. Hier springen. Einmal, ne? Ah, jetzt habe ich es, ja, gut. Springen. Ach, wir sind da. Na gut, dann war es ja doch nicht allzu schlimm. Aber das war schon verwirrend. Ja, ein Fehl dabei. War zu erwarten. So, dann können wir uns jetzt das Eilein holen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch in der vierten Welt auch noch eins holen müssen. Kannst mich mal. Geht mir einfach aus dem Weg. Arsch. So. Du bist auch Arsch. Da ist das Ei. Na, das sind Krokodileier. Kann man nicht vorstellen, dass die Gobos so große Eier, ne? Ihr wisst schon. Obwohl die eigentlich auch ziemlich groß sind. Ach, das war's schon. Glückwunsch, sie haben das Spiel zu 100% geschafft. Gut gemacht. Ja gut, so schnell kann ich jetzt auch nicht lesen. Ja, Leute. Dann ist der Part jetzt gar nicht mal so lang. Das war's. Ich dachte vielleicht, dass man jetzt hier vielleicht nochmal einen Endgegner oder so vielleicht noch kriegt, aber okay. Ja, da kann ich nur nochmal sagen, hat mir riesen Spaß gemacht und der zweite Teil ist wirklich viel, viel besser als der erste Teil. Ich hätte mir echt gewünscht, dass da noch ein dritter Teil rauskommt oder so. Oder für die, vielleicht machen sie ja nochmal irgendwie was für die PS4, man weiß es ja nicht. Da machen sie ja neuerdings, wie gesagt, Crash Bandicoot kommt ja bald, die Trilogie, ne? Werde ich mir natürlich sofort holen. Und werde ich natürlich auch Let's Playen, ne? Die neue Version von Crash Bandicoot, klar. Und da habe ich dann keinen Save-Dings, den ich machen kann über den PC, weil das ja dann für PS4 ist. Da muss ich mich dann so durchboxen. Aber... Naja, kennt ihr mich ja. Ich lasse ja dann nicht locker, ne? Bis ich da durch bin. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß dabei zuzuschauen und habt vielleicht jetzt auch Bock, das zu spielen. Keine Ahnung. Mir hat es jedenfalls riesen Spaß gemacht. Und ja, bedanke mich nochmal an alle Zuschauer und an alle, die mir Kommentare dagelassen haben und Likes. Vielen, vielen Dank dafür. Damit unterstützt sie mir sehr. Und ja, dann lasse ich hier nochmal die Credits in Ruhe ablaufen. Und dann kann ich nur sagen, tschüss, bis zum nächsten Projekt. Ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes mache. Ihr werdet sehen, ne? Alles klar. Dann tschüssi.
Ja, jetzt kommen wir hier wieder normal an. Wir können aber, Moment, ich könnte noch mal, um sicher zu gehen, Select speichern und beenden. Da gucken wir jetzt noch mal schnell, ja. So, ja, ich möchte beenden. Game over. So, und dann tun wir einfach hier auf Laden gehen. Da kann man ziemlich auch noch mal die ganzen Werte sehen. Ja, da seht ihr 100%. Ja, mehr wie 9 Herzkrüge konnte man ja nicht, ne? Und Geld war jetzt noch Haufen drüber, weil man das ja auch leicht bei dem hier bei dem Bootrennen kann man zum Beispiel so oft hintereinander machen, da kriegt man immer wieder 100. Oder hier das mit dem Segelflugzeug, nein, nicht Flugzeug, mit dem Segel, wo man gesegelt ist einfach. Das war ja auch total einfach und fand ich auch sehr schön. Ja, na gut, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank an alle und tschüss, bis zum nächsten Projekt. Ciao.